Hallöchen, ich grüße dich zu einem neuen Video und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Es geht um charismatische Menschen, um Ausstrahlung. Ja, wie machen die Menschen das, die irgendwie in den Raum kommen und jeder muss da hinschauen und die locken irgendwie so andere Menschen an und strahlen so ein Selbstbewusstsein aus, so eine Selbstakzeptanz, ja. Und ich habe mir da ein paar Gedanken drüber gemacht. Ich war ja im Sommer auf dem Ancient Trends Festival und ich habe da wirklich so viele tolle Musiker getroffen, Musikerinnen, und war wirklich absolut beeindruckt von deren Präsenz. Ich habe da auch dann nachher nochmal eine kleine Filmsequenz für dich. Und vielleicht kennst du das noch aus der Vergangenheit. Ich hatte das in der Jugend, dass ich mir so Poster aufgehängt habe. Ja, und Poster sind sowas wie Anker, so wie auch dieses Video, was ich dann einblenden werde, für mich wie so ein Anker ist, wie so ein Erinnern. Und zwar Charisma, Präsenz. Ja, Präsenz heißt ja, ist dasselbe Wort wie Präsenz. Ja, Präsenz heißt im Hier und Jetzt sein. Und für mich sind diese Menschen, die da vorne zum Beispiel auf der Bühne stehen und alles geben, die sind total im Moment, die geben alles von sich, die zeigen alles von sich, die haben den Mut, sich zuzumuten, ja, und die sind wahrhaftig und zeigen sich mit etwas, das ihnen am Herzen liegt. Und da gehört zum Beispiel auch Selbstakzeptanz, Selbstliebe dazu, ja, sich mit dem, was ich kann, annehmen. Infos zum Thema Selbstliebe findest du in der Infobox, wenn du da das Gefühl hast, du möchtest da auch das noch mehr mehren. Ja, und das ist für mich das Geheimnis, im Hier und Jetzt sein, Präsenz, präsent, ja. Und ich habe auf dem Festival, war ich super beeindruckt von so einer japanischen Band, so eine Trommelband, da waren irgendwie 14 Leute auf der Bühne. Eine Frau hat es mir da besonders angetan und ich habe sie den Flo getauft. Das ist die Frau, die so ganz viele Haare hat und die war ganz klein, aber für mich war sie so das Zentrum dieser Band. Die hat echt alles gegeben, all ihre Kraft. Die hat sich nicht davon beeinflussen lassen, dass sie jetzt vielleicht klein ist oder so, ne? Sondern sie war einfach mit dem, was sie hatte, da hat sie alles gegeben. Ja, es ist so, es geht nicht darum, irgendwie, wer ist der Schönste, wer ist der Tollste, wer ist am besten gekleidet, sondern was kannst du aus deinem Typ machen? So, du bist genauso richtig, wie du bist und du kannst sozusagen aus dir das Beste herausholen. Und dadurch kommt dann die Ausstrahlung. Ja? Und jetzt blende ich dir mal diese Filmsequenz ein, diesen Anker, der für mich eine Unterstützung ist, um mich selber daran zu erinnern, dass ich im Moment sein möchte. Dass ich alles immer geben möchte, dass ich authentisch sein möchte und mit dem rauskommen möchte, was mir am Herzen liegt. So wie hier auf diesem Kanal mit den Videos. Ja, also, schau selbst und schreib gerne in die Kommentare, was du noch für Tipps und Hinweise hast zu dem Thema. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Video einschaltest. Und ja, alles Liebe für dich. Ciao.